Hallo und herzlich willkommen bei Smartphone Entdecken. Mein Name ist Sarah und im heutigen Video erkläre ich Ihnen, wie Sie Online-Banking nutzen können. Ist es nicht schön, wenn Sie bei einer Überweisung nicht jedes Mal zur Bank rennen müssen und einen Überweisungsschein ausfüllen müssen? Oder wenn Sie Ihre Kontoübersicht jedes Mal vom Smartphone abfragen können, anstatt zur Bank zu rennen? Genau dafür wurde das Online-Banking eingeführt. Das Online-Banking können Sie sowohl am PC als auch am Smartphone durchführen. Man sollte dazu sagen, dass die Banken natürlich daran interessiert sind, dass immer mehr das Online-Banking benutzt wird, einfach weil die Banken sich dadurch natürlich Personalkosten sparen können. Deswegen ist es für Sie wichtig, sich rechtzeitig mit dieser Thematik auch zu beschäftigen. Um das Online-Banking nutzen zu können, müssen Sie sich natürlich bei Ihrer Bank dafür registrieren. Das können Sie entweder vor Ort in einer Filiale machen, oder Sie beantragen das Formular dafür online. Nach der Registrierung erhalten Sie Ihre Zugangsdaten meistens per Post und diese sollten Sie natürlich auch sicher aufbewahren, sodass niemand anderes Zugriff darauf bekommt. Nachdem Sie sich online eingeloggt haben, können Sie dann Ihre Kontoübersicht sehen oder auch Überweisungen tätigen. Das geht natürlich viel schneller, als wenn Sie dafür jedes Mal in die Filiale rennen müssen. Für jede Transaktion, die Sie durchführen müssen, also jede Überweisung oder jeden Dauerauftrag, brauchen Sie eine sogenannte TAN-Nummer. TAN-Nummer steht dabei für Transaktionsnummer und ist quasi ein Einmalkennwort für jede Überweisung, die Sie tätigen. Die Transaktionsnummer können Sie dabei, wie gesagt, nur einmal verwenden. Um das Online-Banking benutzen zu können, müssen Sie sich natürlich zunächst einloggen und die Überweisungsdaten eingeben. Das heißt, Sie geben ein, an welchen Empfänger das Geld gehen soll, wie hoch der Betrag ist, also nichts anderes als quasi einen Überweisungsschein ausfüllen, nur eben online. Danach klicken Sie dann ganz einfach auf Weiter und dann wird auch schon die TAN-Abfrage der Bank gültig. Das heißt, Sie müssen dann eine TAN-Nummer eingeben, um quasi die Überweisung durchzuführen. Das ist sozusagen nochmal ein zusätzlicher Schutz. Das heißt, wenn Ihre Kontodaten oder Ihre Login-Daten geklaut werden, können die Kriminellen damit im Endeffekt nichts anfangen, weil sie ihre TAN-Nummer nicht haben. Für die TAN-Nummer gibt es verschiedene TAN-Verfahren, worauf ich gleich nochmal eingehen werde. Aber die TAN-Nummer geben Sie, wie gesagt, dann einfach ein und dann schicken Sie die Überweisung ab. Die Sicherheit des Bezahlens hängt stark von der Variante des TAN-Verfahrens ab. Bei den meisten Banken können Sie zwischen verschiedenen TAN-Verfahren wählen. Wenn Sie sich unsicher sind, welches das Beste sind, können Sie natürlich auch einfach Ihren Bankberater fragen. Aber wir geben Ihnen jetzt einfach mal einen Überblick über die wichtigsten TAN-Verfahren. Das unsicherste TAN-Verfahren ist dabei das einfache TAN-Verfahren. Das ist im Prinzip nichts anderes als eine TAN-Liste in Papierform. Die wird Ihnen meistens per Post zugesandt und kann natürlich auch von Kriminellen abgefangen werden. Das Problem dabei ist auch ganz einfach, dass die TAN-Nummern, die sich darauf befinden, endlos lange gültig sind. Das heißt, Kriminelle haben hier sehr viel Zeit, diese auch auszuspähen. Das ist für Sie natürlich nicht so sicher und das Verfahren ist heutzutage auch kein Standard mehr und die meisten Banken raten auch eher davon ab. Das Mobile-TAN-Verfahren oder auch M-TAN-Verfahren ist dagegen schon deutlich sicherer. Bei diesem Verfahren wird Ihnen die TAN quasi per SMS zugesandt, sobald Sie die Überweisung tätigen wollen. Das heißt, wenn die TAN-Abfrage beginnt, bekommen Sie eine SMS zugesandt mit dieser TAN-Nummer und die ist auch nur begrenzt gültig. Das heißt meistens 5 Minuten. Und wenn jetzt hier natürlich Kriminelle diese TAN-Nummer ausspähen wollen, haben die natürlich auch nicht so viel Zeit dafür. Deswegen ist das deutlich sicherer als diese Papier-TANs. Ein weiteres TAN-Verfahren ist das Push-TAN-Verfahren. Das ist im Prinzip so ähnlich wie das SMS-TAN-Verfahren, weil es auch mit dem Smartphone funktioniert. Allerdings müssen Sie sich dafür zunächst in einer App einloggen und die TAN wird dann in einem sicheren Modus, also in dieser App, erzeugt und kann somit nicht so einfach abgefangen werden wie zum Beispiel die SMS. Darüber hinaus gibt es noch das sogenannte Chip-TAN-Verfahren. Das ist im Prinzip nichts anderes als ein TAN-Generator. Der sieht ungefähr so aus. Das gibt es von verschiedenen Banken und hier packen Sie dann Ihre Karte, also Ihre EC-Karte rein. Und das Gerät halten Sie dann an den Bildschirm, wenn Sie die Überweisung tätigen wollen. Der Vorteil hiervon ist natürlich, dass Kriminelle zunächst Ihre EC-Karte benötigen würden und Ihre Login-Daten, damit die überhaupt Unfug mit Ihren Daten anstellen könnten. Das ist in meinen Augen somit die sicherste Variante,
das TAN-Verfahren oder das Online-Banking zu benutzen, weil die Kriminellen eben nicht oder nur sehr unwahrscheinlich an beide Daten rankommen werden. Zudem haben sie natürlich den Vorteil, wenn sie die EC-Karte sperren lassen, dass auch damit Kriminelle nichts mehr anfangen können. Allerdings hat das Ganze auch einen Nachteil, weil so ein TAN-Generator haben sie mit Sicherheit auf Reisen zum Beispiel nicht dabei und ein Smartphone meistens schon. Das heißt, sie sind da nicht ganz so flexibel wie zum Beispiel beim Push-TAN-Verfahren. Ich hoffe, ich konnte Ihnen das Online-Banking ein wenig schmackhaft machen, weil dadurch können Sie sich natürlich auch sehr viel Zeit sparen. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns in einem der nächsten Videos wiedersehen. Wenn Sie noch Fragen zu dem Thema haben, können Sie die gerne im Kommentarbereich hinterlassen und wir beantworten die Ihnen gerne.